Son of Kislev von Andy Hall. Unter dem Gasthaus fand ein Fellritual statt. Sechs elbische Gestalten tanzten und bewegten sich um die Patron. Der Keller war überfüllt mit Feiernden. Genauso auch der Talabekland-Händler, der seine Passagiere durch Kislev und in seine Hauptstadt geschmuggelt hatte. Sechs sind wir, ein dunkler Haufen, wir schwelgen gar in Fröhlichkeit, um unseren Meister Kari zu rufen, sangen die Tänzer im Chor. Die Zuschauer hörten den Text nicht, denn sie waren zu sehr in ihre Heiterkeit vertieft. Zwei von ihnen stießen zusammen und schlugen sich ihre Zinnkrüge mit Quas aus den Händen. Die Wut war nur von kurzer Dauer, denn sie erkannten einander sofort. »Jakob, was machst du denn hier unten?« sagte der Ältere mit dem großen, kossarischen Bart. »Ich bin nur gekommen, um wie immer hier meinen ersten zu kippen und bin dann einfach dem Gesang gefolgt. Was ist hier los, Anton?« »Ich weiß nicht. Dieser Imperiumsmann hat diese Elfen ins Gasthaus gebracht und als nächstes sind wir im Keller und schleppen hier Fässer, damit Platz zum Singen und Tanzen ist.« Bevor die beiden Freunde fortfahren konnten, stieg die Lautstärke, als in der Mitte des Bodens eine Lichtung gemacht wurde. Eine Gruppe von sechs Kossaren begann zu tanzen. Eine Mischung aus hohen und niedrigen Tritten, wie es im südlichen Kislev Tradition war. Die Elfen stürzten herein und webten sich mit einem hypnotisierenden Effekt in und um die Tänzer herum. Die Menge jubelte lauter und lauter, während sie im Takt der stampfenden Kossaren klatschten. »Ich sehe Ketzerei!« Die Stimme lauter noch, als die Menge heilte durch den Keller jede Silbe voller Urteil. Das Tanzen hörte auf, plötzlich war still. Alle blickten zum oberen Ende der Kellertreppe hinauf. Dort stand Kostaltin, der oberste Patriarch von Ursuns Kult und Anführer der großen Orthodoxie. »Alle hier sind Sünder. Alles hier soll brennen.« Die Elfen zischten, ihre Augen waren jetzt schwarz. Sie sprangen doppelt so schnell die Stufen hinauf, als es ihre früheren wirbelnden Tanzbewegungen vermutet hätten. Der erste, der Kostaltin erreichte, hatte keine Hand mehr, sondern eine längliche, clownartige Klinge, die vom Ellbogen ausging. Kostaltin sah unbeeindruckt zu. Er schwang einen schweren Streitkolben, der den Schlag des Elfen blockierte. Als sich die beiden Waffen verbanden, ging das Kohlebecken auf dem Kopf des Streikolbens in Flammen auf. Der Elf schien davon geblendet zu sein und sah daher nicht den Kopfstoß des Patriarchen, der in sein Gesicht krachte. Er spuckte die Kreatur an, als sie von der Treppe in die ehemaligen Nachtschwärmer darunter stürzte. Die fünf anderen Elfen waren ebenfalls benommen von der Verbrennung des heiligen Kohlebeckens, erholten sich aber schnell. Der oberste Patriarch drehte sich jedoch nur um und ging. Eine schwere Eichentür schloss sich fest hinter ihm, was jede Lichtquelle erlischen lässt. »Jakob, was ist los?« kam ein erschrockenes Flüstern. Im Dunkeln zischten die Elfen noch einmal. Kostaltin schritt zielstrebig aus dem Keller durch die Schankstube des Gasthauses zum Ausgang. Gäste und der Wirt sahen unbehaglich zu, als bewaffnete Patriarchen an den Türen standen, die auf die Straßen von Kislev führten. »Was bieten Sie, hoher Patriarch?« sagte einer, der den Rang eines Oberen der Orthodoxie trug. Kostaltins Gesicht verzog nichts, als er sprach. Er ging nach draußen und erwartete, dass sein Untergebener mithalten würde.
Ursun hat diese Taverne verlassen. Brenn es nieder. Die Herden müssen geschützt werden. Keiner geht. Der obere Patriarch nickte den versammelten Patriarchenbrüdern zu, die mit brennenden Fackeln zum Gasthaus strömten. Und die Zarin? Sagte der Untergebene. Was ist mit ihr? Eine Verbrennung im Schatten des Bukka-Palastes wird ihr nicht gefallen. Der Eisgerichtshof beansprucht die Hauptstadt. Der oberste Patriarch hatte mitten auf der Straße angehalten, ohne auf den Verkehr zu achten, und seinen Zorn auf den Untergebenen gelenkt. Er wirkt nicht mehr teilnahmslos und seine Wut offenbart sich. Dieses Kind, nicht weniger eine Hexe, sitzt auf dem Thron. Allzu begierig darauf, ihr gefrorenes Gesäß auf dem Sitz auszuruhen, der noch warm von der Berührung ihres Vaters ist. Ursun segne seinen verehrten Geist. Doch die Mächte des Verderbens schickten ihre Agenten aus, um sich in unmittelbarer Entfernung von dem Ort zu tummeln, an dem sie ist und Unzucht treibt. Nein, ich bin es, der das alles nicht gutheißt. Sie würde bereits auf einem Scheiterhaufen schreien, wenn sie nicht das Blut des roten Zaren teilen würde. Hinter ihm schlugen Flammen durch die Fenster des Gasthauses. Leise Schreie waren zu hören. Magie ist böse, selbst wenn man sie in Eis hüllt. Deshalb schweigt der große Bär. Er verachtet diese Hexe, die die Herrschaft über das Mutterland beansprucht. Der Untergebene entfernte vorsichtig den Schleim aus seinem Gesicht, vermied Augenkontakt mit seinem Meister und schlurfte unbehaglich. Bruder Uskev, etwas stört dich. Sprechen! Unzucht? Wenn wir die Drusina für unsere Sache gewinnen wollen, müssen wir... wir müssen aufpassen, dass wir keine leichtfertigen Anschuldigungen erheben. Uskev verstummte unter dem vernichtenden Blick von Kostaltin. Nur wenige in der großen Orthodoxie würden es wagen, einen solchen Punkt direkt dem obersten Patriarchen vorzubringen, und unglücklicherweise für Uskev war er einer von ihnen. Kostetin brach plötzlich in Gelächter aus. Bruder Uskev, wenn ich's nicht besser wüsste, würdest du mich wohl einen Lügner nennen. Ich treffe keine falschen Anschuldigungen. Er nahm ein Pergament aus seinem Gürtel und stieß Uskev damit zurück. Der angesichts der Wucht taumelte. Uskev entfaltete zitternd das Pergament und las die Worte darauf. Von meinem Spion im Palast, fügte Kostatin hinzu. Bruder Uskev sah seinen Herrn an. Wer ist Prinz Juri Barkov? Exakt, sagte der oberste Patriarch, der sich wieder in Bewegung setzte. Komm, Bruder, zurück zur großen Zitadelle. Wir haben viel zu tun. Hinter ihnen stand das Gebäude in Flammen. Kiesleviten stürmten mit Eimern voller Eis und Schnee darauf zu, nur um von einem Ring aus Soldaten der großen Orthodoxie und Patriarchen aufgehalten zu werden. Das Gasthaus brannte die ganze Nacht, bis nichts als geschwärztes Holz und Asche übrig war.